So, ich habe dann mal endlich mal ein paar Sterne zusammengesammelt, habe jetzt soweit alle Aufgaben für euch fertig. Ein, zwei fehlen noch, aber die werde ich gleich auch noch machen. Ich habe mir jetzt erstmal das Omni-Schwert geholt. Ist auch das erste, was ich euch empfehle, was ihr holt. Nämlich dadurch habt ihr halt auch die Aufträge dafür und ihr könnt die ersten Chips einsammeln, um eure Pickaxe halt zu bearbeiten. Ich habe selber noch gar nicht reingeguckt. Wir gucken jetzt einfach mal zusammen rein, was man da wirklich genau alles machen kann. Wir haben jetzt 10 Karten bekommen dafür, dass wir es nur freigeschaltet haben. Und jetzt können wir halt hier wirklich wild durcheinander alle verschiedenen Dinge machen. Außer hier hinten die letzten immer, weil da müssen wir halt Aufträge für machen. Auch die Soundeffekte können wir ändern. Ist schon nicht schlecht. Okay. Das ist nice. Auch die Farbe. Okay. Oh, da ist hier wieder die Qual der Wahl. Aber am Ende hat man eh alles freigeschaltet. Hier sieht... Ah, das ist echt die Qual der Wahl. Rot haben wir ja sowieso, ne? Oder? Warte mal, rot müsste eigentlich Standard sein. Im Prinzip. Ich glaube, die Farbe ändere ich halt erst. Warte mal, welchen Skin habe ich? Skin ist eigentlich relativ. Eigentlich kann ich die so erstmal lassen. Aber wie gesagt, wie geht einfach in den Battle Pass rein. Hier rein und hier unten das Schwert als allererstes einfordern. Ihr seht, ich habe noch nichts eingefordert. Ich habe immer noch 33 Sterne übrig. Nur, das habe ich jetzt ganz vergessen. Nur, wo ich gerade gesagt habe, komm, ich löse mal ein paar ein. Ist mir dann eingefallen, dass wir erst die Aufträge und alles bekommen, sobald wir das Schwert eingelöst haben. Wir sehen schon neue Aufträge, Omni-Schwert, da geht es nämlich los, da müssen wir dann was machen, da müssen wir was machen. Also es gibt insgesamt wohl, ach, die Omni-Chips liegen dann irgendwo rum, nehme ich mal an, ne? Ja, da werden wir gleich mal reingucken. Ich denke mal, dass ich da für euch dann auch ein bisschen Hilfe gebe. Und in dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Gerne ein Like da lassen, gerne ein Abo da lassen. Und in dem Sinne, wenn Fragen sind, schreibt es einfach in die Kommentare und haut rein.